zu sehen, auch wenn wir gar nicht so viel von euch sehen. Aber herzlich willkommen zu der Buchweltpremiere von Lobbyland. Ein Buch von Marco Bülow und eine gemeinsame Lesung mit Martin Sonneborn. Und ja, schön, dass wir uns wieder hier zusammenfinden können im SO 36, im legendären. Ich habe noch nie eine Lesung hier erlebt, ehrlich gesagt. Aber ich finde es sehr toll, dass man sich überhaupt wieder treffen kann. Also vielleicht ist es auch für euch die erste Veranstaltung wieder erstens hier drin und dann auch noch in Präsenz. Also ja, wunderschön, dass ihr hierher gefunden habt und mit uns gemeinsam lesen und diskutieren wollt. Mein Name ist Ines Schwertner, ich werde das heute moderieren und ja, wie ihr schon mitbekommen habt, gibt es, weil wir dort trotzdem immer noch in einer Pandemie leben, gewisse Hinweise. Ihr sitzt schon in Abständen, die sind weiter einzuhalten und dann auch an den Ausgängen rein und rausgehen nach den Pfeilen. Ich denke, das ist alles mittlerweile klar geworden, aber um es noch einmal zu sagen, der Ablauf ist so, dass wir ein bisschen was lesen und diskutieren. Danach könnt ihr auch gerne Fragen stellen, ihr und sie. Und die beiden werden das nach bestem Wissen und Gewissen beantworten. Und wir werden natürlich auch schauen, weil es hier keine Getränke gibt und alle noch die Masken aufhaben, was auch richtig ist, dass wir das natürlich nicht ewig in die Länge ziehen. Und wir sehen, wenn hier Leute umfallen, kriegen wir das schon mit. Also so lange wollen wir es dann nicht in die Länge ziehen. Und genau, am Anfang sagen wir noch etwas zu dem Buch selbst und da würde ich gerne den Lektor Patrick Baumgärtel vom Buch, nämlich vom Eulenspiegel Verlag, ihr seht das hier, das neue Berlin, bitten, was zu dem Buch zu sagen, bevor wir loslegen. Patrick, du hast das Wort. Vielen Dank, Ines. Ja, herzlich willkommen auch in meinem Namen und im Namen der Eulenspiegel Verlagsgruppe, um das mal klarzustellen, die den Verlag Das Neue Berlin umfasst. Hier auch im SO 36, ich glaube, die Lesungen finden hier wahrscheinlich Corona-bedingt statt, ich weiß es nicht genau. Ja, so geht es uns die ganze Zeit. War das ein Jahr? ja, zur Buchpremiere. Von Lobbyland, wie die Wirtschaft unsere Demokratie kauft. Das Buch ist gerade erst erschienen, ganz frisch auf dem Markt und es ist die Auftaktlesung für eine ganze kleine Lesetour mit dem Buch von Marco Bülow. In dem Buch geht es vor allem darum, wie eine kleine Gruppe deutscher Politiker im Zusammenhang mit Konzernen grundlegende Entscheidungen über unsere wichtigsten politischen Fragen trifft. Und Marco Bülow stellt dem entgegen ein anderes politisches System mit beispielsweise offenen Parteien, Bewegungen. Er wird jetzt in Zusammenarbeit in der Diskussion mit Martin Sonneborn sicherlich besser darüber Auskunft geben können. Das Buch ist im Anschluss an die Veranstaltung davon erhältlich. Marco Bülow und Martin Sonneborn beantworten sicherlich auch Fragen dazu. Und Marco Bülow signiert wahrscheinlich auch sehr gern die dort zu erwerbenden Exemplare. Vielen Dank, dass ihr alle gekommen seid. Ganz tschüss. Papier. Ja, vielen herzlichen Dank, Patrick, und vielen herzlichen Dank für eure Arbeit. Genau wie die Kreativwirtschaft, wie das SO 36, auch die Verlage freuen sich, dass es jetzt endlich wieder Tickets gibt und Lesungen. Also schön, dass wir damit wieder anfangen können und genau, wer ein Super-Sozen-Ticket erstanden hat, kann dann am Ende sein Buch hier abholen, sein oder ihr Buch und das Ganze signieren lassen, natürlich auch alle anderen gern dann im Anschluss. Ich glaube, ich muss eigentlich nicht sehr viel zu den beiden sagen, aber ich mache es jetzt trotzdem noch, weil das Buch erklärt sich eben nicht ganz von allein, denn Marco sitzt nämlich schon seit 18 Jahren im Bundestag, also wirklich schon sehr, sehr lang direkt gewählt in Dortmund, war damals, man glaubt es jetzt nicht mehr, in der SPD, ist da direkt gewählt worden in der Bastion der Sozialdemokraten und ist aber vor 2 Jahren aus der SPD ausgetreten und mittlerweile in die Partei
die Partei eingetreten. So sind wir hier auch zusammengekommen. Das heißt, Marco wird gleich aus seinem Buch lesen. Und Martin, ihr kennt ihn vielleicht auch als den Vorsitzenden und als großen Vorsitzenden und als Mitglied im Europaparlament. Größten. Dem größten. Entschuldigung. Das heißt doch genau. Gröfatz. Es ist der Gröfatz. Nicht Grofatz. Grofatz. Okay. Gröfatz. Der Gröfatz. Und genau, Martin hat ein Vorwort geschrieben für das Buch, das er auch lesen wird. Das heißt, genau, die beiden werden einen kleinen Einblick geben in das Buch. Und ich würde auch sagen, damit können wir direkt beginnen, Marco, dass du ein bisschen was sagst zu deinem Buch und anfängst zu lesen. Ja, vielen Dank, Ines. Aber erstmal auch vielen Dank, dass Sie da sind. Ich bin auch das erste Mal wieder bei einer Veranstaltung mit Leuten außer Bundestag, aber die zählen jetzt mal gerade nicht. Wir haben gerade überlegt mit ein paar Leuten, wann das letzte Mal irgendwie eine Veranstaltung war, die man mit Leuten besucht hat. Und deswegen freue ich mich ganz besonders und sehr lustig, aber auch sehr schön, fast ein Werbeblock könnte man sagen. Das erste Mal, als ich in Berlin war, bin ich ziemlich schnell bei einer Lesung gewesen. Ich freue mich sehr, dass der Nicole Jubitsch, bei dessen Lesung ich war, in einem Schwimmbad damals, heute auch hier ist. Ich will nicht sagen, so schließt sich der Kreis, aber es ist schon ein bisschen her. Und es hat mir damals sehr gefallen. Und mal gucken, ob diese Lesung dann auch gefallen findet. Ja, ich lese einfach mal ein bisschen vor, aus dem Vorwort natürlich, also wo es auch losgeht. Es geht erst aus dem Vorwort und dann habe ich so eine Art zweites Vorwort und immer nur auszugsweise. Und weil ich seit ungefähr anderthalb Wochen auch ein weißer alter Mann bin, darf ich jetzt beim Lesen auch mal die Brille aufsetzen. Prolog, Spielregeln. Monopoly, Monopoly, wir sind nur die Randfiguren in einem schlechten Spiel. Die Älteren werden es vielleicht erkennen, das war ein Lied von Klaus Lage. Reichstag. Dem deutschen Volke steht auf einer Länge von 16 Metern in großen Lettern über dem Hauptportal des Reichstagsgebäudes. Schon 1916 wurde diese Inschrift von der Berliner Bronzegießerei Löwy, einer jüdischen Familienunternehmen, hergestellt und angebracht. Seit 1999 krönt den Bundestag eine große gläserne Kuppel, 3000 Quadratmeter Glas, als Symbol für Transparenz und Offenheit. In der Kuppel stehend blickt die Bevölkerung ihrem Abgeordneten symbolisch über die Schulter. Es gibt ein Gefühl von Nähe und Kontrolle. Direkt gegenüber das Kanzleramt. Und drumherum ein Bienenschwarm von Menschen. Die Politik ist mittendrin. Eine Illusion. Viel Fassade und viel Schein. Es ist eine Glocke, eine abgeschottete Welt. Die Bevölkerung ist nur zu Besuch, so wie man eine entfernte Verwandte mal zum Kaffee einlädt. Der Widerspruch zwischen Darstellung und Handlung in der herrschenden Politik wächst. Einige ihrer Regeln und Strukturen sind so absurd, dass es mich überrascht, wie der Schein der Normalität überhaupt so lange halten konnte. Risse in der Fassade gibt es. Einige Initiativen, einzelne Politikerinnen und Journalistinnen blicken immer wieder hinter die Kulissen und decken wahre Zustände auf. Aber ernsthafte Argumente und Kritik beeindrucken unter der Kuppel fast niemanden. Die Interessen der zukünftigen Generationen und der weniger privilegierten Menschen spielen hier im Hohen Haus und in den Ministerien eine immer unwichtigere Rolle. Können Satire, zugespitzte Darstellung, gnadenlose Aufklärung und vor allem Öffentlichkeit im Zusammenspiel die Fassade einreißen, das Fundament freilegen, Pünktchen, Pünktchen, in Klammern, etwas später dann. Marco, ich weiß, wie du dich jetzt fühlst, aber einen ganz wichtigen Rat und meine Erkenntnis nach mehreren Legislaturperioden gebe ich dir jetzt mit. So läuft das Spiel hier. Du hast zwei Möglichkeiten. Entweder du akzeptierst die Spielregeln, dann hast du vielleicht irgendwann mal die Chance, weiter oben mitzuspielen und kannst vielleicht die ein oder andere Position durchbringen. Oder du akzeptierst sie nicht, dann musst du das Spielfeld verlassen. Diese Aussage von einer damals guten Kollegin widerstrebte mir. Sie passte so gar nicht in meinem Anspruch und meiner Vorstellung von Demokratie. Aber mir dämmerte, wie Politik hinter den schönen Reden der öffentlichen Show und der Fassade jenseits der Theorie gerade wirklich funktioniert. Diese Sätze prägten sich wie ein Stempel in mein Hirn. Erst versuchte ich es mit Ironie zu nehmen, aber mein Trotz und Unbehagen sind zu groß und wachsen mit meinen Erfahrungen. Nein, es gibt eine dritte Möglichkeit. Die Spielregeln sind unfair und undemokratisch. Einige bestimmen viel, die anderen nicken nur ab und verkaufen es nach außen.
Die Parteien werden zu Wahlvereinen. Nur wer lange genug mitspielt und sich in den kleinen Spielen am Rande mit Vitamin B gegen die Konkurrentin durchsetzt, kommt ans größere Spielbrett. Und die an der Schlossallee und, die Park- und der Parkstraße voll mit Hotels gehören sowieso Spielerinnen, die sich keiner Wahl aussetzen müssen und nicht abgewählt werden können. Die Bevölkerung ist eine Spielfigur ohne besondere Relevanz. Lobbykontakte und elitäre Netzwerke sind spielentscheidende Player. Monopoly ist dagegen ein extrem gerechtes und demokratisches Spiel. Da werde ich wieder so mitspielen, also werde ich so nicht mitspielen und das Spielfeld aber auch nicht verlassen. Die Regeln müssen geändert werden. Das aus dem Vorwort. Und jetzt kurze Auszüge aus Ein Tag mit Philipp A. Ich habe es geschafft. Der endgültige Durchbruch. Was für ein Deal, spielt übrigens in der fiktiven Zukunft. Ich stehe an der Frontseite des Reichstags. Wenig los gerade. Eigentlich bin ich nie am Haupteingang, sondern schlüpfe durch den Seiteneingang. Aber gerade genieße ich etwas die Stimmung vor dem Hohen Haus. Alles wird wie laufen wie immer. Ich sehe die kleinen Menschen durch die gläserne Kuppel, wie sie dort weit, weit weg auch oben den Bundestag besichtigen. Alles so transparent. Da muss ich lächeln. Sollen Sie das ruhig denken. Sie haben ja keine Ahnung. So aber zum Seiteneingang, zur Limousine und auf zum nächsten Autokonzern. Mann, es gab eine Zeit, da sind auch die Chefetagen zu uns in die Ministerien gekommen. Aber diese ständigen blöden Anfragen von wahrscheinlich neidischen Abgeordneten zu Gesprächsterminen, also man kann Anfragen stellen, wo praktisch Ministerien Auskunft geben müssen, mit wem sie sich treffen. Sollen ja dann immer entlarven, wie viele und wie einseitig wir mit einigen Lobbys sprechen. Na und? Sie denken, sie wären so klug, dabei müssten wir uns nur einfach woanders treffen. Daran ändert das Lobbyregister von 2021 so gar nichts. Aber das Gewissen ist beruhigt und alle halten wieder die Klappe. Die Sozen feiern sich so ab, dabei wissen sie ganz genau, dass es sich eigentlich nichts verändert. Na gut, es wurde gejammert, dass wir uns viel zu viel mit wichtigen Unternehmerinnen und Unternehmern treffen, als mit Ökos und Sozialen gleichmachen. Aber hallo, wer bezahlt denn die Zeche und bringt hier alles zum Laufen? Nach der kurzen Diskussion jetzt sieht alles wie vorher. Scheiß Doppelmoral bei diesen angeblichen Mitte-Links-Parteien. Schön, ihre Basis und der Öffentlichkeit Moral vortäuschen, aber die Fleischtöpfe dann auch nicht verschmähen. Darf halt nur nicht so aussehen. Ja gut, auch bei uns wird immer mehr der Schein auf den Schein geachtet. Jetzt laden wir auch schon zu einem Autogipfel, bei dem wir von Verkehrswende sprechen. Der Umstieg dauert aber nun mal etwas. Und mit diesem Alarmismus dieser Klimaleute kann ich auch nichts mehr anfangen. Alle fahren doch gern Autos. Alle lieben deutsche Autos, gerade weil sie schnell sind. Natürlich verbrauchen sie dann viel. Die Schlacht steht in Europa gerade bevor. Und da muss Deutschland stark bleiben. Und dafür bin ich der Richtige. Und ganz zum Schluss, das geht natürlich noch weiter, dieser fiktive Tag, aber muss noch beitragen. Der Tag von Philipp ist nicht langweilig. Man kann sich ausmalen, wie es weitergeht. Natürlich spielt er in einer nicht so fernen fiktiven Zukunft. Alles übertrieben? Nein. Alles hat es so oder so ähnlich schon gegeben. Allein mit den Gesprächen, die ich schon gehört habe, könnte ich Bücher füllen. Aber wie heißt es am Ende so schön nach einem Filmabspann? Etwaige Ähnlichkeiten mit tatsächlichen Begebenheiten oder lebenden Personen oder verstorbenen Personen sind rein zufällig. Aber hier werden sie bewusst in Kauf genommen. Das war der Tag mit Philipp A. Er ist nicht der Einzige, der sich was zu Schulden hat kommen lassen an dieser Legislatur, aber darüber werden wir gleich noch sprechen, um wen es geht. Martin, du hast geschrieben, wenn es in der SPD mehr Menschen wie Marco Bülow gäbe, hätten wir die Partei niemals gründen müssen. Magst du aus dem Vorwort noch etwas vorlesen? Ja, einer so charmanten Frage kann ich nicht nein sagen. Guten Abend hier im kaputten Kreuzberg, guten Abend draußen an den Geräten. Das ist übrigens der sicherste oder einer der sichersten Orte der Welt zurzeit hier, das SO 36. Wir haben vorhin festgestellt, dass es die erste Veranstaltung hier wieder ist und dass das, was hier im Raum ist, noch Luft aus Vor-Corona-Zeiten. Es dauert sehr lang, die Lüftung hier hochzufahren und die ist jetzt in den ersten Zügen hier, aber das ist noch ganz saubere Corona-freie Luft. Genießen Sie das nachher noch. Ich bin bestochen worden, um dieses Vorwort zu schreiben. Marco hat mir ein Bier zugesagt und da konnte ich nicht Nein sagen.
Es ist natürlich, ich muss es gleich relativieren, was ich da geschrieben habe, vielleicht ein bisschen pathetisch gewesen. Ich dachte an das Bier und ich kannte das Buch ja gar nicht und habe dann mehr über mich geschrieben, glaube ich, aber Markus' Namen auch untergebracht. Das Vorwort trägt also die Überschrift, ich hoffe, ich verhaspel mich nicht, ich lese das gerade selbst zum ersten Mal, ich habe es nur einmal geschrieben vorher, trägt die Überschrift Last Sozialdemokrat Standing. Eins dürfte klar sein, als Sozialdemokrat hat man es schwer in diesen Zeiten, in der SPD, im Bundestag, im Leben. Ich habe viele Mitglieder des Bundestags persönlich kennengelernt, hauptsächlich, weil ich dafür bezahlt wurde, während meiner Arbeit für die Heute-Show im ZDF und für Spam, die Satire-Seite von Spiegel Online. Vor mehr als 20 Jahren erlaubten wir uns mal den Spaß, Abgeordnete mit einer großen Fernsehkamera zu interviewen, uns von ihnen mehrfach ihren Tagesablauf und ihre Lieblingsanekdote erzählen zu lassen, um das Ganze dann gemein und lustig für eine Serie mit dem Titel Hinterbänkler heute zusammenzuschneiden. Da wir damals keine Kontakte in den Bundestag hatten, suchten wir die Interviewpartner einfach nach ihrer Physiognomie aus. Mit anderen Worten, wir blätterten uns durchs Bundestagshandbuch und baten bei denen um ein Interview, deren Porträtfotos auf ein eher schlichtes Gemüt schließen ließen. Über die kurzen Filme, die damals entstanden und die ich mitunter bei Titanic-Lesungen zeige, sagte ein kluger Leitartikler der Süddeutschen Zeitung, man dürfe sie nicht weiter öffentlich machen, sie würden die Demokratie beschädigen. Heute sind es andere Dinge, die unsere Demokratie beschädigen. Lobbyismus und Korruption. Abgeordnete, die sich bei ihrer Tätigkeit im Bundestag oder im EU-Parlament nicht mehr an den Interessen der Bürger orientieren, sondern an denen der Finanz- und Großindustrie, an denen der spendenfreudigen Firmen in ihrem Wahlkreis. Mitglieder des Bundestags, die in erster Linie ihre eigenen Nebenverdienste im Blick haben, wenn nicht in einigen Fällen sogar eher das Mandat, die Nebentätigkeit bedeutet. Das eigene Wohl anstelle des Gemeinwohls. Zweiter Punkt, Fraktionszwang. Zu viele Politiker lassen sich Schneid und Überzeugung abkaufen in dem Moment, in dem sie in den Bundestag einziehen. Eigentlich nur ihrem Gewissen verpflichtet, unterwerfen sie sich aus Bequemlichkeit oder Karrieregründen einer Disziplin, die in unserer Verfassung so nicht vorgesehen ist. Dritter Punkt, Intransparenz. Eben erst hat die GroKo Haram zum wiederholten Male die Einführung eines exekutiven Fußabdrucks verhindert, den Organisationen wie Lobby Control schon lange fordern und der aufzeigen soll, welche Interessensgruppen an der Verfassung von Gesetzestexten beteiligt sind. Als Marco Bülow Kontakt zu uns aufnahm, habe ich mich sehr gefreut. Ich kannte ihn als ehrlichen, empathischen und empörten Kämpfer gegen Lobbyismus, Korruption, Fraktionsdisziplin und Intransparenz. Außerdem als unbestechlichen Kopf, der früh die Gefährlichkeiten des Klimawandels und der katastrophalen Ungleichverteilung des Reichtums in Deutschland erkannt hat und politisch dagegen angeht. Ich habe Politikwissenschaften studiert, schaue mir in der Süddeutschen und der FAZ nicht nur die Bilder an und interessiere mich für die politischen Verhältnisse, in denen wir leben. Trotzdem kenne ich viele Zusammenhänge nicht. Wie konnten nun unter einer rot-grünen Regierung die unter einer rot-grünen Regierung die asozialen Hartz-IV-Gesetze durch den Bundestag gehen? Wie kam es zur ersten deutschen Beteiligung an einem Krieg, nachdem wir den letzten doch recht deutlich verloren hatten? Gibt es wirklich eine realistische Chance auf eine rot-rot-grüne Regierung in Deutschland? Wer macht in diesem Land eigentlich die Politik? Nach fast 20 Jahren im Bundestag kann Marco Bülow diese Fragen beantworten. Wenn es in der SPD mehr Menschen wie Bülow gäbe, hätten wir die Partei niemals gründen müssen. Vielen Dank. Ja, vielen Dank für das Vorwort. Es gibt natürlich in dem Buch auch nicht nur die Zustandsbeschreibung, wie schlimm es ist, sondern Marco öffnet auch so ein paar
Türen. Eine davon, durch die man gehen muss, vielleicht werdet ihr die Referenz erkennen, wird er jetzt gleich nochmal vorlesen. Ja, aber erstmal vielen Dank, dass ich das Buch zum Vorwort schreiben durfte. Und ich komme aber jetzt noch nicht zu dem, wie ich mir das Modell vorstelle, also zum Gegenmodell. Aber das werden wir sicherlich gleich noch haben, auch in der Diskussion. Aber zwei kleine Ausschnitte noch. Genau, exekutierte Legislative. Ein knappes Jahr später, jetzt muss man sich das andere denken, beschließt der Bundestag, dass die Regierung in Bezug auf die Corona-Pandemie und in Absprache mit den Ministerpräsidenten ohne die Parlamente weitreichende Entscheidungen alleine treffen kann. Das haben wir übrigens häufiger schon beschlossen. Hat sich aber nie jemand eigentlich für interessiert. Jetzt gab es einen Aufschrei, weil der auch von ganz rechts kam. Aber dass wir insgesamt immer mehr das beschneiden, also unser eigenes Recht im Parlament mitzubestimmen, unserem Gewissen zu folgen und vielleicht auch mal nicht der Regierung zu folgen, wenn wir zumindest in der Regierungsbank sind, darüber redet keiner. Kein Aufschreien, zarte Einsprüche der Opposition, volle Zustimmung natürlich bei Union und SPD. Mal wieder wird das Parlament seines Grundrechts beraubt. Wofür? Alle Entscheidungen bei Corona wurden immer im Prozess und mit Vorbereitung getroffen. An der Dringlichkeit kann es also nicht liegen. Es wurde keine einzige Maßnahme wegen einer außerordentlichen Situation innerhalb kürzester Zeit beschlossen. Auch ein Parlament kann jederzeit schnell und außerregulär zusammengerufen werden. Das ist bei anderen wesentlich unwichtigen Angelegenheiten immer wieder geschehen. Jetzt schildere ich, wie ich das dann auch im Parlament deutlich gemacht habe und dass es dann doch eine Situation gab, wo man hätte schnell handeln müssen. Das war damals, als eine Corona-Variante in England auftauchte. Da hätte man dann sofort alle Flüge und so weiter kappen müssen. Aber es ging um Flüge, um Fluggesellschaften, also im Prinzip um Lobbyismus. Und da hat man sich dann ein bisschen Zeit gelassen, bis dann auch alle, die mit dieser Corona-Variante in Verbindung gekommen sind, dann doch nach Deutschland eingereist sind. Und dann hat man irgendwann die Flüge verboten. Also so sinnvoll war dieser Endbeschluss. Das Phänomen der Selbstentmachtung der Parlamente gibt es schon länger. Es handelt sich dabei jedoch um keine gezielte, geplante Aktion von wenigen Mächtigen während der Corona-Zeit, wie einige Verschwörungstheoretiker uns weismachen wollen, sondern ist ein langer, schleichender Prozess. Die Parlamente verkommen immer mehr zu Abnickergremien der Regierung, ganz entgegen ihres Auftrages und dem Grundsatz, der auch im Bundestag verankert ist. Per Gesetz und in der Theorie ist das Parlament eine der drei staatlichen Gewalten. Praktisch ist dieser Grundsatz längst über Bord geworfen. Jetzt kommen wir zu den Zahlen, die vielleicht eben nicht jeder kennt. Die nackten Zahlen ausgedrückt bedeutet das, in der 18. Wahlperiode, also von 2013 bis 2017, wurden im Bundestag 555 Gesetze und Vorlagen beschlossen. Das ist ein relativ durchschnittlicher Wert. Also man kann ungefähr davon ausgehen, es gibt so 500 Gesetze, die beschlossen werden in einer Legislaturperiode. Davon waren 488 Regierungsvorlagen, also von 555, die beschlossen wurden, 488 Regierungsvorlagen. 10 Initiativen des Bundesrates und nur 52 des Bundestages, davon 46 von den Regierungsfraktionen. Also nur sechs Vorlagen entstammten sozusagen dem Bundestag und nicht aus Regierungshand. Und das, obwohl man also sagt, der Bundestag ist die Entscheidungsmitte. Es ist ja schon ganz, ganz lange nicht mehr. Die Entscheidungen werden in der Regierung getroffen und nur da getroffen. Und alles, was die Opposition macht, interessiert niemanden. Das ist immer ganz interessant, weil wenn ich gefragt wurde, ich bin ja immer noch leider fraktionslos, weil einer alleine bildet keine Fraktion, dann steht immer fraktionslos, da steht dann nicht dann die Partei dahinter, sondern es steht fraktionslos und 2 Jahre war ich auch parteilos. Da wurde immer gefragt, ja, aber du hast jetzt gar nichts mehr zu sagen als Parteiloser. Ja, ich habe genauso viel zu sagen wie ein Oppositionspolitiker, weil der hat auch nichts zu sagen, weil egal was er macht, es landet in der Tonne. Und ein Fraktionsabgeordneter hat erst recht nichts zu sagen, weil er das abzunicken hat, was von den Regierungen kommt. Und wenn er das nicht tut, ist er schnell außen vor. Von den immerhin 90 Anträgen und Initiativen der Oppositionsfraktionen, die gestellt worden sind, wurde keine einzige beschlossen. Insgesamt stammen also fast 9 von 10 beschlossenen Vorlagen von der Regierung. Und bei den verbleibenden Mini-Beteiligungen des Bundestags handelt es sich fast ausschließlich um Vorlagen der Regierungsfraktionen. Das Parlament reduziert sich auf seinen Namensstamm Parla. Das französische Wort für Reden. Dabei wird es gewählt, um eigenständige Gesetze zu formulieren und sie selbstbestimmt zu entscheiden.
Jetzt könnte ich das weiter ausführen, mache ich hier auch, aber nicht heute Abend, wie das vielleicht noch in anderen Legislaturperioden ist und wie sich das weiter bezeichnet. Ich will aber als Letztes noch aus dem Kapitel die Lobbymatrix vorlesen. Ich hoffe oder ich denke, dass viele den Film Die Matrix kennen. Und da nehme ich so ein bisschen Bezug drauf, natürlich nur auf den ersten Teil. Die Lobbymatrix. Die Matrix ist allgegenwärtig, sie umgibt uns. Sie ist eine Scheinwelt, die man dir vorgaukelt, um dich von der Wahrheit abzulenken. Zitat aus der Matrix. Alles eine Frage der Kapsel. Mr. Anderson führt ein Doppelleben, tagsüber als Programmierer in der Softwarefirma und nachts als Hacker Neo. Auf einer Party wird er von Trinity angesprochen. Ihre vielen Anspielungen machen ihn nachdenklich. Sie erzählt von Morpheus, dem Anführer einer Rebellengruppe, die den Menschen die Augen über ihr Leben öffnen will. Dafür suchen sie Menschen wie Neo. Am nächsten Tag verhaften Agenten ihn, weil sie mitbekommen haben, dass er Kontakt zu den Aktivistinnen hat. Sie bieten ihm an, als Hacker auf ihrer Seite zu arbeiten. Als Neo ablehnt, setzen sie ihm eine Wanze in den Bauchnabel ein. Wieder auf freiem Fuß nimmt Trinity erneut Kontakt zu ihm auf, entfernt die Wanze und bringt ihn zum Morpheus. Dort erfährt Neo mehr über die Matrix und wird vor die Wahl gestellt, die bittere rote Kapsel zu schlucken und die Wahrheit über die Welt und sein Leben zu erfahren, worauf es kein Zurück mehr gibt, oder die blaue Pille zu schlucken und ohne Erinnerung an die letzten Geschehnisse in sein bisheriges Leben zurückzukehren. Wollen wir also die bittere Pille schlucken und hinter die Kulissen schauen, unsere Naivität abstreifen und nicht mehr länger verdrängen? Uns ist klar, dass wir nicht auf ein Paradies blicken werden. Oder werfen wir die blaue Pille ein und hoffen wir darauf, dass andere es schon für uns richten werden? Träumen wir von einer progressiven Koalitionsregierung, die es niemals geben wird? Setzen wir auf Veränderungen, die dann real kaum erkennbar werden? Halten optimistisch daran fest, dass es den meisten doch gut geht und die Klimakatastrophe doch irgendwie noch verhindert wird. Neo entscheidet sich für die rote Kapsel und wird gewaltsam aus seinem bisherigen Leben gerissen. Er wird aus der Matrix befreit, die ihm eine Welt vorgetäuscht hat, die es so nicht gibt. Sie ist lediglich das Produkt einer gewaltigen Programms, welches sich die Matrix genannt wird. Die Menschen leben in Wirklichkeit starr und unbeweglich in Behältern und dienen nur als reine Energielieferanten. Wir sind so ein bisschen so die Profitlieferanten. Die Matrix wurde nun erschaffen, um den schlafenden Menschen über ihre Gehirne eine Realität vorzugaukeln und sie damit am Leben zu halten. Grausig, aber das Bildsam ist doch vertraut, oder? Natürlich ist der Vergleich zum Höhlengleichnis des griechischen Philosophen Platon gewollt. Die Menschen, die demnach in der Höhle lebten, dachten, dass sie für immer dort leben würden. Genauso wie die Jägerinnen und Sammlerinnen auch sich nicht vorstellen konnten, irgendwann mal sesshaft zu werden. Kaum jemand vermochte sich vorzustellen, dass die Monarchie endet, dass die Menschen Maschinen bauen, die um die Welt fliegen oder die ganze Welt vernichten könnten. Egal wie einfallsreich wir auch sind, wir können uns einfach kein alternatives, zukünftiges Leben in der Politik vorstellen. Im Gegenteil, diejenigen, die es können, werden verlacht. Dabei haben wir Menschen die Erfahrung gemacht, dass sich immer alles verändert. Auch unser wirtschaftliches und politisches System ist kein Endpunkt. Das Ende der Geschichte, Francis Fukuyama, gibt es nicht. Dann würde ich kommen auf den Idealismus ohne Illusion. Ich lasse das aber mal weg, aber das Ende des Kapitels muss ich dann doch noch vorlesen, wieder aus der Matrix. Zitat. Wie können wir also glauben, dass dies nicht auch mit der Politik geschieht, während sie diesen Prozess doch mitgestaltet hat? Natürlich ist es ein Teil des Systems und deshalb so stark von den mächtigen Lobbys beeinflusst. Es sind keine Einzelfälle, keine Ausnahmen, keine einzelnen Parteien. Es geht um die Gesamtmatrix, die ganz reale Matrix, die ganz reale Politik. Es ist die Lobby, Baby. Ohne Verschwörung und ohne Neo und ohne Trinity. Oder wie formulierte es Neo am Ende des Films? Die Matrix ist ein System. Die Menschen sind Teil des Systems. Viele dieser Menschen sind so angepasst und vom System abhängig, dass sie alles dafür tun, um es zu schützen. Ich weiß, ihr habt Angst vor Veränderungen. Wie die Zukunft wird, weiß ich nicht. Ich bin nicht hier, um euch zu sagen, wie die Sache enden wird.
Ich werde den Menschen das zeigen, was sie nicht sehen wollen. Zeige ihnen eine Welt ohne euch. Eine Welt ohne Kontrollen und ohne Grenzen. Eine Welt, in der alles möglich ist. Wie es dann weitergeht, liegt ganz an euch. Dann legt er den Telefonhörer auf und es kommt Rage Against the Machine. Und so stelle ich mir das ein bisschen vor, die Augen zu öffnen, geile Musik zu hören und zu wissen, es gibt doch eine andere Zukunft, wenn man es nur wirklich will. Und darüber diskutiere ich und möchte ich sprechen heute Abend in diesem Buch und insgesamt in der Initiative Lobbyland. Danke. Ja, wenn am Ende dann das Lied gespielt wird und ihr eine Kapsel bekommt, dann wisst ihr Bescheid, wo ihr hier gelandet seid heute Abend. Aber nein, natürlich alles nur im metaphorischen Sinne. Genau, aber ihr beide, ihr seid ja tatsächlich hier auch, weil ihr eine gewisse Erfahrung mitbringt als Abgeordnete. Und vielleicht könnt ihr auch einfach mal, heute war ja der letzte Tag der letzten Sitzungswoche dieser Legislatur. Also eine Ära geht zu Ende einerseits, aber andererseits ist auch alles genauso wie vorher geblieben. Also es wird sich auch genau gar nichts ändern in der Art und Weise, wie das läuft. Aber vielleicht könnt ihr einfach mal ein bisschen erzählen, wie das denn läuft im Bundestag, wie Lobbyismus funktioniert, wie ihr das erlebt habt, wie du das erlebt hast, Marco. Eine Szene schildern vielleicht auch aus dem Buch oder wie du das, was war für dich der schockierendste Moment, wie brachial Lobbyismus funktioniert? Und ich meine, in Brüssel ist es ja sogar noch besser. Da gibt es ja ein ganzes Viertel, was nichts anderes macht, außer lobbyieren. Also vielleicht kannst auch du ein bisschen was erzählen, wie das so funktioniert tagtäglich. Weil man ja sonst sich unter dem Lobbyland vielleicht gar nicht was vorstellen kann. Willst du von oben herab anfangen? Also Europa und dann... Also ich habe tatsächlich das Problem, dass ich zu selten lobbyiert werde in Brüssel. Ich würde gerne öfter angesprochen werden. Ich habe ganz am Anfang, als ich da angekommen bin, hatten wir Gespräche mit unterschiedlichen Parteien. Wir hatten also in die Fraktion der Grünen und in die Fraktion der Linken und lustigerweise auch in die Fraktion der FDP, der sogenannten Liberalen, eintreten können damals. Und ich habe mich dann schlussendlich dagegen entschieden, aus Gründen. Das hat sich auch bewährt. Ich war halt unabhängiger in Brüssel und konnte mehr Quatsch machen da. Und bei den Linken erinnere ich mich daran, dass ich die Fraktionsvorsitzende Gabi Zimmer damals gefragt habe, okay, aber ich möchte so ein bisschen jetzt beschreiben, was ich hier sehe. Ich möchte das transparent machen. Und werde ich denn, wenn ich zu den Linken komme, auch eingeladen zu, was weiß ich, Waffenherstellern und den ganz großen Firmen, wenn die irgendwelche Lobbyveranstaltungen machen? Ich hatte mir das schön ausgemalt. Ich hatte schon so ein paar Sommerfeste mitgemacht, die gesponsert waren. Hatte erlebt, wie sich Elmar Brocken, mein Lieblingsabgeordneter damals, 200 Kilogramm konzentrierte CDU, über Buffets hergemacht hat mit herrlichen Dingen. Hatte Sommerfeste in Straßburg erlebt, bei denen Hans-Olaf Henkel, ehemals BDI-Präsident, vom Weinstand wiederkam mit zwei Weingläsern in der Hand und zu mir gesagt hat, das ist meine ganz persönliche Steuerrückerstattung, weil er zwei Gläser Wein umsonst bekommen hatte. Und war als erster am Fressstand und hatte dann eine Hähnchenkeule und zwei Portionen Nudeln und hat sich gefreut wie ein Kind. Aber es war auch alles umsonst da. Die Firmen konnten sich da präsentieren und durften ihre besten Getränke auffahren. Wir haben uns reichlich bedient. Und ich hatte Angst, dass, wenn ich in die Fraktion der Linken eintrete, dass das nicht passieren würde. Und Gabi Zimmer hat mir damals gesagt, das sei absolut kein Problem. Die laden jeden ein. Die freuen sich über jeden, der kommt. Das ist einfach statistisch gesehen. Die laden 751, waren es damals, Abgeordnete ein. Und über jeden, der da kommt, sind die froh und da gibt es überhaupt kein Misstrauen. Die wollen sich einfach präsentieren, Verbindungen herstellen, Sachen verschenken. Und ja, das ist mir dann leider so ein bisschen verloren gegangen, weil ich habe ganz am Anfang eine Einladung angenommen. Das war die Firma Huawei. Die hatte zu Champagner und Nüsschen eingeladen, eine reizende Chinesin, die mich den ganzen Abend begleitete und mir Champagner besorgt hat. Und als ich betrunken war, musste ich dann, hat sie gefragt, ob ich vor einer Kamera zwei Fragen beantworten würde, kurz. Ich war betrunken und habe gesagt, ja, gerne. Und dann sind wir vor eine Kamera gegangen und dann haben sie mir da zwei Fragen gestellt. Die eine Frage war, für wie wichtig ich Kommunikation halte.
Ich habe gesagt, wichtig. Und die zweite Frage war, ob ich mich dafür einsetzen würde, dass die Firma Huawei einen besseren Marktzugang in Europa bekommen würde. Und dann habe ich gesagt, solange ich in der EU das Sagen habe, würde kein Chinese seinen Fuß weiter in die Tür bekommen in Europa, als er im Moment hat. Und das Ganze ist dann in der bei Spiegel Online, bei Spiegel TV ausgestrahlt worden und danach bin ich nie wieder eingeladen worden von diesen Leuten. Aber ich weiß natürlich, dass viel Lobbyismus passiert und die perfideste Entwicklung ist, glaube ich, die, dass es die Firma BlackRock gibt, der zweitgrößte, glaube ich, Vermögensverwalter der Welt. Fotzenfritz, Friedrich Merz, für die etwas Bürgerlicheren unter Ihnen, kennen Sie ja und können ungefähr einschätzen, was für Charaktereigenschaften diese Firma prägen. BlackRock hat in den letzten Jahren Millionen in Lobbyarbeit in Brüssel gesteckt und kann sich das demnächst sparen, weil sie eingestellt worden sind von der Europäischen Kommission. Es gibt sogenannte Projects of Common Interest, in die die Gelder des Green Deal gehen. Und BlackRock hat sich als Experte empfohlen, diese Projekte auszusuchen, in die dann die Gelder gehen. BlackRock hat natürlich seine Interessen in den alten, herkömmlichen Energieherstellungsverfahren und wird da schon die richtigen Schwerpunkte setzen. Also die müssen jetzt nicht mal mehr lobbyieren, sondern sie werden auch noch bezahlt dafür, dass ihre Lobbytätigkeit in die EU-Kommission wirkt. Das ist für mich der Gipfel im Moment. Es wäre auch ultra praktisch gewesen, wenn er einfach direkt Kanzler geworden wäre. Dann hätte einfach BlackRock, können sie sich auch die Arbeit sparen. Ne? Aber dann würde ich in den Knast gehen, weil ich ihn zu oft als Fotzenfritz bezeichne. Das wollen wir bitte verhindern. Das stimmt. Und bei dir? Ja, ich will eigentlich so zwei Punkte benennen, aber vorher also noch mal einen Satz benennen, der zeigt, wie perfide das ist. Daran kann man schon vieles ausmachen. Die Lobbys können, also die Profitlobbys, ich will gleich auch noch mal den Unterschied noch mal erklären, die Profitlobbys können ihr Geld, was sie reinstecken in Lobbyisten, teilweise einfach auch noch von der Steuer absetzen. Das heißt, es wird auch noch sozusagen eine Subvention dafür geben, dafür, dass sie uns den ganzen Tag beeinflussen können. Es gibt keine genauen Zahlen. Wir haben das Lobbyregister ja erst jetzt eingesetzt und sehr lückenhaft. Aber es gibt keine richtigen Informationen, aber man schätzt, dass es so 6 bis 7 Lobbyisten auf einen Abgeordneten gibt. Und das, obwohl wir uns ja angestrengt haben, möglichst viele Abgeordnete zu werden. Wir sind ja über 700, obwohl ja nur 600 eigentlich vorgesehen sind und in 4 Jahren ja auch nicht geschafft wurden, die Zahl jetzt runterzusetzen für die nächste Wahl. Also vielleicht sind wir sogar auf 750 beim nächsten Mal. Aber die Lobbyisten schaffen trotzdem viel mehr. Also zwei Punkte. Das eine, ich nenne das immer Wohlfühllobbyismus. Also man kann sich das nicht immer so vorstellen, dass die dann mit den schwarzen Koffern und dem Geld da alle ankommen. So läuft das in der Regel nicht. Das gibt's auch, aber so läuft es in der Regel nicht. Aber die Beschallung ist das. Ein bisschen hat Martin das ja beschrieben, so ist das bei uns auch. Es gibt nette parlamentarische Abende, es gibt Einladungen zu Essen, die kommen auch bei uns ins Büro, die sitzen vor den Ausschüssen. Das Interessante ist, die meisten haben einen Hausausweis. Also wenn jetzt hier jemand aus dem Saal, also ich schätze mal die meisten, in den Bundestag wollen, dann müssen sie sich aufwendig anmelden über einen Abgeordneten oder in Gruppen und kommen sowieso nicht überall hin. Die haben häufig einen Ausweis und kommen überall hin. Außer in den Plenarsaal kommen sie einfach überall hin. Und diesen freundlichen Hausausweis können sie von den Fraktionen bekommen. Lange wussten wir nicht mal, welche Leute das sind. Dann hat irgendwann Abgeordnetenwatch geklagt. Grüne und Linke haben darauf den veröffentlicht, welchen Leuten sie Hausausweise geben. SPD und CDU haben dagegen geklagt, haben aber auch da nicht recht gekriegt und dann mussten sie irgendwann öffentlich machen, wer das war. Und das waren fast alles nur Profitlobbyisten. Ja, der eine oder andere Gewerkschaftler war auch dabei, aber hauptsächlich waren es dann wirklich Konzerne, die ihre Leute reinschicken können. Und das machen die natürlich sehr gut, die sind sehr geschult, die kommen dann in die Büros. Ich habe das ganz am Anfang erlebt, da kam einer in mein Büro und hat mit mir gesprochen. Hat natürlich viel Honig um den Bart geschmiert. Wir Politiker sind fast alle eitel. Und der wusste, wo ich herkomme, der hatte alles gelesen. Natürlich war der BVB sein Lieblingsverein. Interessanterweise war, dass ein guter Kollege von mir daneben ansaß, der aus Recklinghausen kommt und Schalke-Fan war. Dem gleichen hat er natürlich dann den anderen Verein eine halbe Stunde später genannt. Aber so kommt man ins Gespräch und die wollen gar nichts.
die interessiert auch eigentlich gar nichts erstmal am Anfang. Das heißt, die kommen erstmal nur ins Gespräch und man hat eine Wohlfühlatmosphäre. Ich hatte danach ein Gespräch mit jemandem von der Umweltorganisation. Der ist abgehetzt gekommen, hatte kaum Zeit, weil der hat eigentlich ja ein Referat zu leiten. Das heißt, Lobbyismus macht er nur nebenbei. Der hatte gar keine Zeit. Der musste dann 5 Abgeordnete hintereinander abspulen. Und der hat mir dann 20 Minuten erzählt, wie blöd und kacke die SPD ist in der Umweltpolitik und was sie alles falsch gemacht hat und ist dann weitergezogen. So, jetzt kann man sich ungefähr vorstellen, die sind heute zum Teil besser natürlich und auch besser geschult, aber man kann sich natürlich ungefähr vorstellen, wie das so abläuft. Aber meistens wird man von Profitlobbyisten belagert und man verbringt so mit denen 20, 30 Stunden pro Woche, wenn man in Berlin ist. Und egal, was andere Abgeordnete und Kollegen von mir sagen, man wird beeinflusst in der Zeit. Ohne einen einzelnen Cent reicht das, dass man beeinflusst wird. Und wenn die einen dann kennen, dann machen die nicht nur die Essenseinladung, sondern die geben einem dann Gefallen, dass man dann auf einmal Papiere kriegt von Ministerien, die wir Abgeordnete nicht kriegen, die aber die Profitlobby hat. Das heißt, die geben uns einen Wissensvorsprung. Und erst wenn man denen genug schuldig ist, dann kommen sie und stellen Forderungen. So läuft im Prinzip Wohlfühllobbyismus ab. Da habe ich, wie gesagt, noch keinen Cent bekommen, außer dass ich vielleicht ein nettes Essen gekriegt habe. Aber es gibt natürlich auch die andere Tour. Und mein zweites Beispiel, was ich erzählen möchte, das ist die Vermischung, wie Parteitaktik funktioniert in dieser Gemengelage mit Profitlobbyisten. Ich bin zwischendurch umweltpolitischer Sprecher gewesen und dann wurde die rot-grüne Koalition abgewählt und dann gab es eine der ganz wenigen Oppositionsphasen der SPD seit 1998. Einmal waren sie 4 Jahre in der Opposition. Da gab es eine gute Möglichkeit, da hat Schwarz-Gelb regiert, also Union und FDP. Und da haben wir in der SPD versucht, ein Energiekonzept aufzustellen. Fast unmöglich, weil wir waren sehr heterogen aufgestellt. Es gab den fossilen Atomflügel, also die vor allen Dingen für Kohle sich ausgesprochen haben. Es gab aber auch zu der Zeit noch einige Umweltpolitiker wie Hermann Scheer, wie Ernst-Ulrich von Weizsäcker, die komplett das Gegenteil wollten. Und wir haben es auch geschafft, in den 4 Jahren eine Art Energiekonzept aufzustellen. 4 Jahre heftige Diskussionen. Wir haben alle möglichen eingeladen, von Umweltverbänden bis eben zur Wirtschaft. Ich weiß nicht, wie viele Nächte wir uns um die Ohren geschlagen haben. Und haben es geschafft, dieses Energiekonzept aufzustellen. Das wurde sowohl in der Partei verabschiedet, als auch in der Fraktion mit ganz wenigen Gegenstimmen. Ja, und dann war die Oppositionsarbeit vorbei und auf einmal gab es Koalitionsgespräche nach den Wahlen wieder zwischen Schwarz und Rot. Und jetzt haben wir ja gedacht, die SPD ist gut aufgestellt bei den Energiegesprächen. Es gibt dann unser Energiekonzept, was auf den Tisch gelegt wird. Jetzt muss man sich das so vorstellen, die meisten kennen das dann nur, da treffen sich die Großkopferten und machen diese Koalition. So ist das nicht, sondern es gibt Fachgruppen, die sich treffen. Und die baldowern im Prinzip aus, was da passiert. Jetzt war kein einziger, obwohl mehrere, zum Beispiel ich, wiedergewählt worden sind im Bundestag, waren bei diesen Koalitionsgesprächen beteiligt. Das heißt, diese Koalitionsgespräche wurden geführt im Energiebereich von Hannelore Kraft, damals Ministerpräsidentin in NRW und absolut ahnungslos, was Energiepolitik angeht. Absolut ahnungslos. Aber sehr stark verbändelt mit Kohle, Energielobbys wie RWE und so weiter, die ja alle dick in NRW sitzen. Ja, und die hat sie dann auch freundlich mitgenommen. Also nicht unser Energiekonzept, sondern sie hat dann sozusagen die Lobbyistenpapiere mitgenommen und hat dann mit der Union über Energiepolitik verhandelt. Besonders bitter, weil ich hinterher gehört habe aus diesen Gesprächen, dass die progressiveren Ideen bei der Energiepolitik fast noch von der Union kamen. Und alles, was im Energiekonzept war, und das waren schon Kompromisse, nicht berücksichtigt worden sind. Da habe ich gelernt, dass Argumente, Facharbeit, Mehrheiten organisieren, Parteitagsbeschlüsse, alles überhaupt keinen Wert hat, wenn es um Macht, um wirkliche Fragen geht der Politik. Und da war mir auch klar, endgültig klar, obwohl ich natürlich vorher schon einiges wusste, wie der Hase läuft im Bundestag. Und da war mir auch klar, dass ich keine Funktion mehr haben wollte in dieser Fraktion. Und ab da im Prinzip dann auch nicht mehr Umweltpolitiker war und nicht mehr Sozialpolitiker war, sondern seitdem bin ich eigentlich im Prinzip Lobby-Experte
Und um den letzten Satz noch anzufügen bezüglich der Koalitionsgespräche. Eigentlich ist es auch völlig undemokratisch, Koalitionsverträge zu machen. Früher gab es die auch gar nicht. Früher hatten die höchstens so eine Seite. Und dann stand da drauf, dass diese beiden Parteien vereinbarten, eine Koalition einzugehen. Und dann gab es noch vielleicht 3, 4 Punkte, auf die sie sich irgendwie einigen konnten, die man besonders voranbringen wollte. Das kann man auch machen. Aber laut Grundgesetz und nach unserer Ordnung darfst du mehr eigentlich nicht tun, weil diese Koalitionsgespräche werden immer von nicht legitimierten Leuten geführt. Also nicht den Bundestagsabgeordneten, die gewählt worden sind dafür, sondern von einigen Leuten aus der Partei. Und das bestimmt die Partei ganz allein, wer das macht. Und dieser Koalitionsvertrag ist aber so bindend, dass die Abgeordneten, die eigentlich von der Bevölkerung gewählt worden sind, sich daran halten müssen, was einige wenige dann häufig mit Lobbyisten aushandeln, und zwar auf Komma und Strich. Und deswegen hören wir dann immer, dass die SPD dann sagt, nee, da konnten wir gar nicht mit der Opposition stimmen, da konnten wir nicht dafür stimmen, dass zum Beispiel die Mittel jetzt bei Corona, also dass diese Impfmittel freigegeben werden oder dass die Vermögensabgabe für die ganz Reichen kommt, weil das steht nicht im Koalitionspapier. Das heißt, Sie gehen nicht nach Ihrem Gewissen, wie es im Grundgesetz steht, sondern Sie müssen danach gehen, was im Koalitionspapier vereinbart wurde, was niemals von Ihnen selbst vereinbart worden ist, was niemals von legitimierten Leuten vereinbart worden ist. Um das auf die Spitze zu treiben, alle 4 Jahre dürfen die Menschen wählen in unserer Demokratie, und das ist der einzige demokratische Akt, den sie eigentlich haben. Und in diesen 4 Jahren wählen sie Parteien, die Sachen versprechen, die sie nicht halten, die Verhandlungen führen von Leuten, die nicht legitimiert sind, mit Profitlobbyisten, Koalitionen eingehen, die man nicht gewählt hat, und sich dann an diese Koalitionsverträge halten. Und wir könnten eigentlich Beamte im Bundestag einsetzen und bräuchten keine Abgeordneten, könnten viel Geld sparen. Und das ist unsere Demokratie, darauf reduziert. Und das, finde ich, ist der eigentliche Skandal, auf den auch viele Medien, insgesamt die Öffentlichkeit, niemals herabblickt, sondern wir immer sagen, ja, ihr müsst unbedingt wählen gehen, das ist ganz wichtig. Ich glaube, dadurch erklärt sich auch jetzt ganz gut, warum du aus der SPD ausgetreten bist, nach der Rede dazu. Es stellt sich natürlich aber schon die Frage, also du schreibst ein Manifest gegen Profitlobbyismus. Einerseits, vielleicht kannst du noch mal kurz erklären, was dann wirklich der Unterschied ist zwischen Profitlobbyisten, BlackRock und anderen Großen, und ob es dann auch eine gute Art von Lobbyismus gibt. Also, weil das ist ja jetzt, klingt jetzt so ein bisschen so, als gäbe es Lobbyland und sozusagen, das wird alles kontrolliert von Profitlobbyisten. Aber wer ist das genau, und auch ein bisschen, hat sich das verschlimmert? Also sozusagen, gibt es da eine Tendenz, die man vielleicht auch sehen kann, oder war das von Anfang an so, als du in den Bundestag gekommen bist? Ja, das war natürlich schon so, aber bei weitem nicht so schlimm, wie es jetzt ist. Viele, die länger noch dabei sind als ich, sagen, der Übergang ging dann von Bonn nach Berlin, wo das sich verstärkt hat. Und ich habe diesen Eindruck aber natürlich dann auch noch mal sehr stark. Also erstmal differenziert sich Lobbyismus sehr stark aus. Also heute hast du es häufig nicht mehr mit einem Konzern zu tun, der dann, also früher gab es die Bauernverbände, es gab Arbeitgeberverbände, es gab Gewerkschaften und es gab Kirchen. Das waren sozusagen die Lobbyisten. Aber da wusste man, mit wem man zu tun hatte. Und heute weißt du das nicht mehr. Heute kommen Anwaltskanzleien, PR-Agenturen oder Initiativen, die sich sogar so gerieren, als wenn sie so ein soziales Interesse haben. Die bekannteste ist die, und auch die mächtigste mit, das ist die Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft. Hört sich super niedlich an. Wir sind doch für eine soziale Marktwirtschaft. Wir wollen eigentlich, dass es euch allen besser geht. Das sind aber knallharte Lobbyisten, die bezahlt werden von Metallarbeitgebern, zum Beispiel der Autoindustrie, und zum Beispiel jetzt diese Kampagne gegen Baerbock und die Grünen gemacht haben, aber ganz viele Kampagnen gegen Klimaschutz geführt haben, gegen Mindestlohn geführt haben, und das sehr knallhart mit viel Geld und mit viel Beeinflussung. Und natürlich gibt es auch den anderen Lobbyismus. Im Prinzip sind alles Lobbyisten. Jeder kleine Verein, der eine Pressemitteilung schreibt, und wenn er 7 Leute umfasst und nur sich irgendwie für, weiß ich nicht, den Bolzplatz oder die Kirche oder das Mühlrad einsetzt, ist Lobbyist, wenn man so will. Aber es gibt natürlich einen absolut ungleichen Kampf. Es gibt also die vielen kleinen Lobbyisten,
die im Prinzip aber im Endeffekt kaum einen Einfluss haben. Die können vielleicht mal eine Pressemitteilung schreiben. Vielleicht besuchen sie sogar mal ihren Abgeordneten vor Ort. Oder, wie ich gerade geschildert habe, sie fahren dann nach Berlin und klappern die dann ab. Dann gibt es ein paar große oder größere, nehmen wir mal Greenpeace, weil wir heute auch darüber gesprochen haben. Die sind schon größer und natürlich haben die auch schon andere Möglichkeiten. Und trotzdem machen sie das für ein Gemeinwohlinteresse. Das kann man jetzt immer sehen, wie man will. Das ist ein subjektives Gemeinwohlinteresse, aber eben nicht für den Profit. Und dann gibt es einige, aber insgesamt in der Masse natürlich hauptsächlich Profitlobbyisten, die wirklich nichts anderes tun, die wirklich ganze Büros haben mit 5, mit 10, mit 20 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die sozusagen nichts anderes tun, als uns beeinflussen. Kleine Anekdote dazu nur, aber es ist nur ein Satz. Es gibt sogar Ausbildungsseminare für diese Lobbyisten. Und spannend finde ich, dass dann auch gerne meine Ex-Kolleginnen und Kollegen, auch aus der SPD-Fraktion, aber aus anderen Fraktionen, dahin gehen, um denen zu sagen, wie man uns am besten beeinflusst. Also das kann man, da kann man auch noch Geld für verdienen, das anderen Lobbyisten mitzuteilen. Und deswegen eine klare Unterscheidung zwischen Profitlobbyisten und den anderen. Auch wenn das nicht heißt, dass jetzt die anderen immer super nice sind und alles nur nette Menschen sind. Aber die Unterscheidung sollte man trotzdem treffen. Und du hattest jetzt ja am Anfang schon Philipp genannt. Es gab ja jetzt, hat sich jetzt ja in den letzten Wochen noch mal so ein bisschen gehäuft, kann man sagen. Es ist schon auffällig gewesen, dass Jens Spahn zum Beispiel ein Spendendinner macht, wo er, um teilzunehmen, einfach nur 9.999 Euro verlangt. Das ist natürlich praktisch, weil das unter der Spendengrenze ist, die man angeben muss. Das ist alles an die Öffentlichkeit gekommen, wirkte aber immer noch so wie, ah, okay, das ist der Philipp, der ist gerade neu im Bundestag, der war wahrscheinlich noch sehr jung und ne, dem wurde halt Champagner angeboten bei der Party. Gut, da kriegt man halt mit Aktienoptionen, dann ist es eben so. Also das wurde immer noch so ein bisschen unter den Tisch gekehrt, aber jetzt hast du ja eben auch gesagt, es trifft, also einerseits die Frage, warum glaubt ihr, sind zum Beispiel die CDU, warum ist die CDU so anfällig für Korruption und Lobbyismus? Aber eben auch, es trifft ja jetzt auch andere. Also du sagst ja, es ist eigentlich genauso in der SPD, und wahrscheinlich werden auch je erfolgreicher die Grünen werden, werden ja auch Lobbyisten versuchen, immer mehr Grüne zu lobbyieren. Also die Frage einerseits, gibt es da ein bestimmtes System, welche Parteien werden da bevorzugt? Aber ist es eigentlich darüber hinaus noch viel größer, also mehr als diese Einzelfälle? Kannst du auch gleich noch. Willst du, Martin, erstmal? Nein, ich kann nur einen Satz beisteuern, nämlich dass je erfolgreicher eine Partei ist oder je mehr sie zu verantworten hat, desto mehr wird sie natürlich lobbyiert. Und es gibt wahrscheinlich in allen Parteien auch Idealisten. Ich sehe es im Europaparlament, außer in der CDU, in der CSU, in der FDP. SPD gibt es auch oder gab es auch den einen oder anderen. Und bei den Grünen gibt es den einen oder anderen Idealisten. In der Linkspartei auch, klar, die haben nichts zu sagen und die können ihrem Gewissen dann verpflichtet weiterarbeiten. Die werden dann auch nur ab und zu von Waffenlobbyisten lobbyiert. Aber ich glaube, es ist einfach menschlich, oder? Die Gefahr bei diesem Lobbyismus ist auch, dass da so viel Geld unterwegs ist. Ich weiß es in Brüssel, die Firmen wissen, wenn sie in Brüssel ein Gesetz durchbringen oder lobbyistische Interessen unterbringen, dann brauchen Sie das in 27 Hauptstädten der EU nicht mehr zu tun. Deswegen konzentriert sich sehr viel Geld und sehr viel Manpower auch in Brüssel. Das Furchtbare ist, dass die auch kluge, intelligente, sympathische Leute einstellen, die dann ins Büro kommen und dann irgendwie über ihre Firma Facebook berichten und also charmant plaudern, auch wenn sie einem furchtbaren Unternehmen angehören. Ja, das sind auch meine Erfahrungen. Also es ist jetzt so, dass man sich eigentlich mit denen zum Teil richtig gut verstehen kann. Und das öffnet natürlich Türen. Und worüber ich aber auch berichte, ist, ich nenne das Lobbytaria. Es gibt immer mehr Austausch. Also immer mehr Abgeordnete, Ex-Minister, Staatssekretäre wechseln dann in die Lobby. Also heute ist es eher so,
dass der Staatssekretär nicht ein Posten ist, um dann irgendwann politische Karriere richtig durchzustarten, um Minister zu werden oder vielleicht sogar Kanzlerin oder Kanzler, sondern eigentlich, um dann in die Wirtschaft zu gehen. Deswegen mein Beispiel, der Name, natürlich war das eine Anspielung, aber es könnten auch tausend andere sein. Das ist wirklich mittlerweile gang und gäbe. Merkel hat, die Merkel, die immer so sauber erscheint, so völlig unangreifbar, beschreibe ich auch, die hat eine ganze Kaderschmiede von Ex-Politikerinnen und Politikern, die Staatssekretäre waren oder andere wichtige Posten hatten und dann in die Wirtschaft untergebracht worden sind. Übrigens für sie sehr einfach, weil sie dann auch mit denen immer schnell telefonieren konnte. Das heißt, ganz viele Lobbytarier, die dann, natürlich werden sie das, genauso wie der Philipp A. Die Aktienoption nicht gekriegt hat, weil er der tolle Ökonom ist, weil der kam ja auch gerade erst von der Uni, sondern weil sie natürlich Kontakte haben, weil sie natürlich die Telefonbücher haben, weil sie nochmal den Minister eben anrufen können und weil sie genau wissen, wo man was einspeisen kann. Deswegen werden die Lobbytarier. Das heißt, man trifft viele Ex-Kollegen und wenn die Ex-Kollegen dann bei einem anrufen, dann rufen die natürlich nicht an und sagen, ich bin jetzt bei der Firma XY, sondern die sagen, du, ich bin gerade in Berlin und ich wollte mal vorbeikommen, lass uns doch mal einen Kaffee trinken oder sonst was. Ja, und dann lassen sie mal irgendwann einfließen. Ja, und übrigens, ich arbeite jetzt für die und die und lass uns mal Kontakt haben und lass mal einspeisen. Also so läuft das Geschäft. Und das, was Martin gesagt hat, ist auch ziemlich wichtig. Viele kommen nicht in die Verlegenheit. Also es ist nicht deswegen so, dass nicht alle da anfällig sind, weil sie es wirklich nicht sind, sondern viele werden einfach nicht gefragt, weil sie nicht wichtig genug sind. Und es ist einfach auch so, auch bei uns, also Brüssel besonders anfällig genau, weil da vieles entsteht. Und bei uns ist es so, das konzentriert sich immer mehr auf die Ministerien, weniger auf den Bundestag. Da könnte höchstens was schiefgehen, dass dann doch noch mal jemand aufbegehrt. Deswegen guckt man schon noch nach dem Rechten im Bundestag, aber eigentlich sind die Ministerien wichtig. Da können sie nämlich untergebracht werden, teilweise nämlich sogar als kurzfristige Mitarbeiter oder Beraterin oder Berater. Deswegen gibt es ganz viele Beraterverträge von Ministerien, muss man sich mal angucken, im Haushalt. Zig Millionen werden in Beraterinnen und Berater gesteckt. Und das sind keine Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, sondern das sind Lobbyisten. Die kommen aus irgendeinem Unternehmen. Und dann ist natürlich klar, wie sie dieses System beraten. Worauf ich aber auch nochmal hinaus will, ist, also es ist kein Einzelfall. Und es würden sogar noch mehr machen, wenn sie denn gefragt würden und wenn sie nämlich dann was verdienen würden. Es ist eben mittlerweile zum System geworden. Und es ist, wir haben jetzt die Korruptionsfälle, da weiß ich nicht, ich glaube, es sind auf jeden Fall mehr. Wie viele es sind, kann ich nicht sagen, aber es gibt natürlich noch andere Bereiche als Masken und als Aserbaidschan. Es gibt da natürlich noch viele andere Betätigungsfelder, die wir aber noch nicht aufgedeckt haben. Aber nicht alles, was Korruption dann wirklich ist, ist in Ordnung. Aber vieles ist leider legal, weil unsere Gesetze so schlecht sind, weil unsere Regeln so schwach sind. Selbst wo wir jetzt ein paar neue Regeln haben durch diese ganzen Fälle, es gibt noch unglaublich viele Schlupflöcher. Und eigentlich musste man schon ziemlich doof sein, um erwischt zu werden. Weil eigentlich konnte ich nur belangt werden, wenn ich auch was unterschreibe und wenn dann mein Briefpapier benutzt worden ist, um Minister zu beeinflussen. Habe ich das alles mündlich gemacht und hintenrum würde das niemals rauskommen und könnte ich niemals belangt, selbst wenn es rauskommen würde, könnte ich niemals belangt werden. Das heißt, die meisten Sachen finden natürlich anders statt, deswegen beschreibe ich das ja so bei so einem Tag. Also als wenn die etwas Klügeren nicht schlau genug wären, ihre Geschäfte außerhalb des Bundestages zu machen. Deswegen Lobbyregister. Es schafft ein bisschen Transparenz, dass wir wissen, wie viele Lobbyisten gibt es. Aber die Geschäfte verhindert es natürlich überhaupt nicht. Mein Lieblingslobbytarier ist ja eigentlich Karl Theodor zu Guttenberg, weil der, so schön, der schreibt immer so schöne Briefe an Angela Merkel und schreibt dann so, herzlich, dein Karl Theodor. Toll. Also genau, man gibt sich Mühe und wenn es dann diese Briefe gibt, ist es auch schwer, sie herauszufinden. Also auch der Brief von Philipp Amthor an die Kanzlerin oder an Peter Altmaier, nicht so einfach, das dann zu veröffentlichen, obwohl das eben tatsächlich sogar schriftlich vorliegt. Ja, jetzt können wir ja wählen am 26. September. Ihr alle, wir alle. Was wird sich denn da ändern? Was ist dann, was macht dann die Partei anders? Oder beziehungsweise was... was kann man denn tun am 26. September, um was anderes zu tun, als das weiter zu unterstützen? Gute Frage. Also ich kann nur für meine eigene Partei sprechen oder für unsere Partei. Wir können Ihnen garantieren, dass wir auch nach der nächsten Wahl
in der Opposition sein werden, sowohl im Bundestag als auch hier im Abgeordnetenhaus. Wir sind ja an der 5%-Hürde angelangt jetzt hier in Berlin. Ein Umfrageinstitut hat uns mal mitlaufen lassen in der Sonntagsfrage und da schwanken wir so 6, 4,5, 5%. Ich hoffe, dass wir da die 5%-Hürde schaffen. Wir haben die 12 besten Köpfe der Partei oder die 11 besten und mich auf eine unseriöse Liste fürs Abgeordnetenhaus gepackt und werden diesmal eine ganze Woche Wahlkampf machen in Berlin. Wir lassen Ihnen noch mitteilen, wann genau gewählt wird und was Sie da zu wählen haben. Also wir werden auf jeden Fall der Opposition sein. Und ansonsten, wenn Sie ernsthaft wählen wollen, es gibt ja viele Stimmen jetzt, die sagen, die Situation ist zu ernst, um satirisch zu wählen. Das kennen wir, das gibt es vor jeder Wahl. Und diesmal stimmt es, sagt man auch vor jeder Wahl. Diesmal kann ich Sie nur auffordern, links zu wählen. Also nach meinem Eindruck im Europaparlament ist alles, was konservativ ist, ist zu korrupt und zu wenig am Gemeinwohl interessiert. Und das ist ja, glaube ich, hier auch so ähnlich. Die Linke kämpft da, glaube ich, ums Überleben. Es ist wichtig, dass wir eine Opposition haben. Die Grünen haben sich aus der Opposition verabschiedet und sind schon staatstragend. Enthalten sich bei wichtigen Entscheidungen und kritisieren nicht mehr so, wie man das tun sollte im Bundestag. Ich glaube, dass wir eine kleine Oppositionspartei brauchen, die kleine Anfragen stellt und Dinge herausbringt. Also wenn Sie nicht wissen, was Sie wählen sollen, wählen Sie irgendwas Linkes, da machen Sie nichts falsch. Lach nicht. Oder was Rechtes. Wenn Sie Nazi sind, wählen Sie halt rechts. Aber nicht CDU. Okay. Aber dann machen Sie was falsch. Aber also ich bin jetzt wieder die Matrix. Im Bundestag wird sich nichts ändern. Sagen so, am Ende sagen mal ganz viele, oh, der Bülow, der räumt uns die letzten Hoffnungen und Illusionen. Ob da jetzt Schwarz-Grün kommt oder auch Grün-Schwarz oder eine Ampel oder Jamaika oder Kenia, es wird sich nichts ändern. Und deswegen bin ich auch nicht in eine von den anderen Parteien gegangen, die da noch sind. Weil das System, die sind alle im Prinzip mittlerweile strukturkonservativ. Die haben zwar Ausrichtung, inhaltlich andere Ausrichtung, aber sie sind strukturkonservativ. Sie halten an diesem System fest. Sie kennen dieses System. Sie sind da reingewachsen. Sie haben die Spielregeln akzeptiert. Sie machen alle ein bisschen andere Öffentlichkeitsarbeit. Und die Anfälligkeit ist noch eine andere, war ja gerade die Frage. Natürlich ist die Union die dickste Spinne im Profitlobbyisten-Netz. Aber man muss sich jetzt nur die Spenden angucken. Die Grünen haben dieses Jahr die meisten Spenden von Konzernen eingesammelt. Und das Spenden wird sich natürlich, sind ein schlechtes Thema. Ja, stimmt, schlechtes Thema. Aber ich bin ja nur bei den Grünen. Also auf jeden Fall werden die natürlich dann auch anfällig sein. In meinem Beruf, in meinem Buch, die Beispiele kennen nicht so viele, nehme ich zum Beispiel auch ein paar grüne Beispiele. Es gibt da Unterschiede, gar keine Frage, aber am Gesamtsystem wird sich nicht ändern. Von daher glaube ich, muss man wirklich anarchistisch denken, wählen und es braucht den Druck von außen und es braucht den Druck, und das ist meine Hoffnung, dass es so wie jetzt in diesem Jahr passiert, wenn so Korruptionsfälle aufploppen, insgesamt so viel Druck entsteht von außen und die Umfragen dann für die Partei so nach unten gehen, dass manche Angst haben, dass sie damit Mandate verlieren, Abgeordnete verlieren oder vielleicht sogar Wahlen verlieren. Das heißt, dass so ein Thema wie Korruption, wie Transparenz, wie Lobbyismus eine Wahlentscheidung sein könnte. Und das muss passieren. Das muss passieren, damit dann die gibt es auch in jeder Partei, sich durchsetzen und sagen, wir machen das anders und wir müssen dieses System endlich durchbrechen, das es gibt. Erinnerst du dich an die Wahl in Sachsen-Anhalt, bei der die CDU zugelegt hat? Ja. Ich fürchte, ich muss da noch desillusionieren. Ja, aber das ist wieder dieses typische, ja, wir wählen jetzt den, der dran ist, um die AfD nicht als stärkste Partei dran zu lassen. Das Gleiche ist passiert in Ländern, wo dann Bodo Ramelow sich durchgesetzt hat. Und dann hat man immer den stärkste oder die stärkste Partei gewählt und hat sich darauf konzentriert, um die AfD nicht zu haben. Das ist also auch ein Phänomen. Aber ich erinnere mich auch, in Sachsen-Anhalt haben die unter 30-Jährigen über 20% die Sonstigen gewählt, die leider nicht aufgeschlüsselt worden sind. Aber ich würde mal könnte mir mal denken, dass auch die Partei da eine Menge Prozente gekriegt haben. Also gerade die Jüngeren haben, glaube ich, keinen Bock mehr auf dieses System. Die gehen übrigens nicht in die Parteien. Auch noch so ein Aspekt, den ich beschreibe. Die
Parteien insgesamt haben seit 1990 die Hälfte ihrer Mitglieder verloren. Und die andere Hälfte ist zum großen Teil über 60, 70 Jahre alt. Das heißt, Jüngere gehen kaum noch in Parteien. Sie erneuern sich nicht, die Parteien. Sie haben nicht mehr die Diskussionsmöglichkeiten. Die einzigen Parteien, die wachsen, sind die Grünen und die Partei, die Partei. Aber natürlich nicht in dem Maße, wie alle anderen insgesamt verlieren und sich halbiert haben. Das heißt, unser Parteiensystem, was Parteien so bevorzugt, das kollabiert irgendwann, weil es diese Resonanz nicht mehr gibt und weil die Menschen sich nicht keinen Bock mehr haben, sich in Parteien zu engagieren. Wir auch andere Möglichkeiten, andere Formen brauchen als dieses starre Parteiensystem, was so ist wie vor 50 Jahren. Aber unsere Gesellschaft ist nicht mehr wie vor 50 Jahren. Wir wollen übrigens das Wahlalter ändern. Wir machen uns stark, wir sitzen ja auf Machtübernahme. Wie alt sind Sie? Wir setzen ja auf eine biologische Lösung, also dass die Letztwähler, die ja überwiegend konservativ wählen, dann irgendwann abtreten und dass wir mit jungen Leuten, wir waren die drittstärkste Partei bei den Europawahlen, bei den Erstwählern. Wir wollen das Wahlalter dahingehend definieren, dass man in den ersten 16 Jahren und in den letzten 16 Jahren seines Lebens nicht mehr wählen darf. Und wir versprechen uns da eine zukunftsorientiertere Politik und wie gesagt auch eine Art Verschiebung und Machtübernahme. Mit den 299 Kanzlerkandidaten, und das haben wir noch gar nicht erzählt, dass wir heute schon an dem Kanzleramt gerüttelt haben, wie einst Gerhard Schröder, um da reinzukommen. Das habt ihr noch gar nicht erzählt. Das stimmt. Wir haben heute mit 12 Kanzlerkandidaten insgesamt, Marco und ich, und dann 10 Kanzlerkandidatinnen der Partei haben am Zaun des Bundeskanzleramtes gerüttelt. Merkel war gerade nicht da. Wir dachten, wir nutzen die Gelegenheit und haben gerufen, wir wollen hier rein. Das hat Schröder damals in Bonn gemacht, total besoffen, nachts. Wir haben es recht nüchtern tagsüber gemacht und haben uns dabei fotografieren lassen. Wir haben so viele Kanzlerkandidatinnen, weil wir versuchen wollen, 299 Kanzlerkandidaten und Kandidatinnen aufzustellen. Begonnen hat die SPD, die haben ja als 8%-Partei einen Kanzlerkandidaten nominiert. Wir haben gedacht, da sind die Grenzen der Satire überschritten. Jetzt müssen wir in unseren Kernkompetenzen zurückschlagen und haben dann gesagt, wir versuchen 299 in jedem Wahlkreis einen Kanzlerkandidaten oder eine Kanzlerkandidatin aufzustellen. Hier sitzen zufällig zwei auf der Bühne, einer für Dortmund, einer für Kreuzberg-Friedrichshain. Jetzt sagt die Bürgermeisterin wieder, es heißt aber Friedrichshain-Kreuzberg. Ich sage, es heißt Kreuzberg-Friedrichshain. Also jedenfalls auf dieser Seite des Flusses. Und wir werden versuchen, mit denen in die Wahl zu gehen und hoffen, dass es einer oder eine von denen schaffen wird und dann Merkel beerbt. Keiner von uns, sondern lieber eine junge Frau. Wir sind da sehr zeitgemäß unterwegs. Und ja, wenn Sie progressiv sind, wissen Sie, wo Sie Ihr Kreuz machen können. Sehr gut. Ihr könnt euch jetzt schon mal, ich unterstütze das sehr, ihr könnt euch jetzt schon mal gedanklich, mental darauf vorbereiten, Fragen zu stellen. Der Kollege wird gleich das Saalmikro herumgeben. Ich meine, ich sehe nicht, wer sich meldet, also ihr müsst einfach irgendwie ein Signal senden. Das ist aber auch das Signal an die Freundinnen und Freunde im Livestream. Wir müssen uns von euch verabschieden, weil wir natürlich aus verschiedensten Gründen jetzt hier den Livestream beenden, das Gespräch mit Martin und Marco. Das heißt, tschüss an den Geräten. Danke, dass ihr auch zugehört habt. Schade, jetzt wo es besonders spannend wird, jetzt aus dem Off, jetzt werden eigentlich die spannenden Sachen gesagt. Naja, nächstes Mal dann bei euch, genau. Es gibt bestimmt noch mehr Lesungen mit Marco und dem Buch, auf jeden Fall. Also danke an alle in dem Livestream. Ihr im Saal seid jetzt aufgefordert, noch gerne Fragen zu stellen. Ich will noch ergänzen, bevor ihr euch da aufstellt, dass man am 26. September ja auch, wie es heute rausgekommen ist, wahrscheinlich für die Enteignung von großen Wohnkonzernen stimmen kann. Dafür kann ich nur werben, weil die Immobilienlobby mit vielen Millionen auch die CDU sponsert. Und ich glaube, wir würden etwas Gutes tun, wenn wir gegen die Immobilienlobby ganz konkret und sehr, sehr demokratisch in einem Volksentscheid entscheiden würden, wenn wir uns die Wohnungen wieder zurückkaufen würden. Also insofern, es ist nicht ganz alles verloren. Manchmal gibt es noch direktdemokratische Momente.
Apropos Enteignung. Apropos Enteignung, ja. Heißt es überhaupt enteignen? Ich sehe, wir haben gerade ein Wahlprogramm geschrieben und da gibt es einen Punkt, der nennt sich nicht Deutsche Wohnen enteignen, sondern Deutsche Wohnen entschädigen. Enteignen ist ja klar. Artikel 15 des Grundgesetzes verlangt eine angemessene Entschädigung für die Vergesellschaftung von Wohnraum. So würden wir das tun. Vonovia, Jens Spahn und Deutsche Wohnen erhalten je eine Packung Merci, einen ausgestreckten Mittelfinger und einen kurzen, ehrlichen Applaus ihrer vormaligen Mieter, 20 Uhr Balkon. Wohnungen sind zum Wohnen da, nicht um Dividenden zu generieren. Wir haben noch andere. Hier ist doch auch derangiertes Kreuzberger Publikum. Wir haben Bedingungs-